Das Thema der heutigen Vorlesung ist Architektur der Wahrnehmung als das erste von den grundlegenden Themen, die wir uns angucken müssen, bevor wir in die Praxis einsteigen können und wirklich ganz konkrete Tipps und Hinweise zur Gestaltung machen können. Ihr seht schon an dem Auge, es geht größtenteils bei der Wahrnehmung hier um das Sehen. Das ist ja der wichtigste Teil der Wahrnehmung üblicherweise am Computer. Hören und vor allen Dingen fühlen spielen sicher eine Rolle, aber eine kleinere, zumindest momentan noch. Ein kurzer Rückblick nochmal auf das, was ich am Ende der letzten Woche gesagt habe, nämlich, dass wir nicht diejenigen sein können, die jetzt einfach irgendwie so ein Methodengulasch uns aneignen, so wie das der Herr Vinograd hier formuliert hat. Also wir können nicht sagen, wir machen jetzt Wahrnehmungspsychologie eine Veranstaltung, wir machen eine Veranstaltung Biologie, eine Veranstaltung so und so und dann haben wir das, sondern wir müssen uns unseren eigenen theoretischen Rahmen aufbauen. Das war diese Parallele, die ich da gemacht hatte mit dem Arzt, der halt auch mehr wissen muss, nämlich das Wissen um Medizin, mehr als die Grundlagenfächer, die dort reinspielen. Und damit fangen wir jetzt an und sind bei dem ersten dieser Veranstaltungen, dieser Themen, nämlich bei der Wahrnehmung. Beim letzten Mal hatte ich mal versucht, euch klarzumachen, dass Mensch und Computer keine gleichberechtigten Dialogpartner sind. Das war diese Idee dahinter, dass man nicht Fragen stellen soll und Antworten geben soll, weil das eigentlich nicht die Ebene ist, auf der man mit dem Computer interagiert, wenn man eine Interaktion hat. Jetzt machen wir was Vergleichbares und fragen uns mal an dieser Stelle, ist eigentlich das Sehen vergleichbar mit dem Fotografieren oder mit dem Filmen? Und da kann man jetzt erstmal natürlich sagen, ja klar, irgendwie schon, weil so ein Auge, hier unten da mal so schematisch dargestellt, mit dem Blick auf diesen Würfelort, eigentlich sehr ähnlich ist wie eine Kamera Obscura, die oben drüber abgebildet ist, also quasi leer muss sie gar nicht sein, aber vor allen Dingen eine Kammer, die dunkel ist, wo ein Loch drin ist, eine Blende, und dann sieht man ja drinnen auf der gegenüberliegenden Wand das Bild, was draußen ist, auf dem Kopf stehend. Das Gleiche passiert im Auge auch. Man sieht also im Auge, sieht man nicht, sondern im Auge befindet sich auf der Netzhaut hinten ein auf dem Kopf stehendes Bild von dem, was draußen passiert. So, und jetzt kann man sich mal fragen, die Frage klingt erstmal blöd, ist sie aber eigentlich gar nicht, warum sehen wir nicht alles auf dem Kopf, wenn es doch auf dem Kopf steht? Gut, können wir jetzt sagen, ja, war ja schon immer so, da haben wir uns dran gewöhnt. Da ist ein Teil der Antwort tatsächlich, denn unsere Wahrnehmung haben wir erlernt und deswegen gewöhnt man sich daran. Es gibt Experimente, wo Leute mehrere Wochen lang Brillen aufgesetzt haben, die alles auf den Kopf drehen. Und nach einiger Zeit kommen die Leute tatsächlich damit zurecht und können dann tatsächlich in der Welt mit dieser auf dem Kopf stehenden Bild interagieren, und irgendwann merken sie das auch gar nicht mehr. Das Wichtigste ist aber vor allen Dingen, wir sehen sowieso gar nicht das Bild, was hinten auf der Netzhaut ist. Wenn wir das Bild der Netzhaut sehen würden, müsste ja wieder irgendwas Sehendes im Auge sein, was interpretiert, was auf der Netzhaut ist, dann hätten wir so einen ewigen Regress. Wir müssen immer wieder fragen, ja, und wie funktioniert das, und wie funktioniert das, und wie funktioniert das, und wie funktioniert das? So funktioniert das nicht. Wahrnehmung ist erheblich komplizierter, komplexer an dieser Stelle. Wir beschäftigen uns dann damit, wie funktioniert es denn, dass wir jetzt diesen Würfel draußen haben, wir haben ein Bild auf der Netzhaut, auf der Rückseite, naja, und dann kommt ja noch so ein Erkennungsprozess dazu, dass wir sagen, aha, das ist ein grüner Würfel. Das muss ja auch noch irgendwo passieren. Das ist ja auch ein komplexer Vorgang. Und all dieser ganze komplexe Vorgang, von dem sensorischen Erkennen bis zum Erkennen dessen, was man dort sieht, das ist das, was wir hier unter Wahrnehmung fassen und was zu untersuchen ist. Wir machen das natürlich nicht unglaublich umfangreich, denn diese Fragen kann man auf ganz vielen Ebenen besprechen, und viele Ebenen führen uns im Endeffekt dann für die Praxis nicht viel weiter. Sondern wir gucken also in einzelne Aspekte hinein, und vor allen Dingen in die Aspekte, die für unsere Gestaltung hinterher auch tatsächlich Folgen haben. Warum ist das so komisch mit der Wahrnehmung? Also warum haben wir nicht einfach eine Art Digitalkamera hier im Kopf?
ginge das nicht. Da die Frage ist von der Grundsatzfrage immer ein bisschen komisch, weil man dadurch immer der Biologie ein willentliches Verhalten unterstellt, als würde da jemand sein, der sagt, oh, ich baue mal die Kamera aus und baue mal eine andere Kamera ein. Evolution funktioniert ja nicht so, nicht so geplant, ist ja kein Ingenieursprodukt. Was aber plausibel ist und eine gute Hypothese dafür ist, ist, dass unser Wahrnehmungssystem schlicht und ergreifend so ein Trade-off macht, also einen Designkonflikt löst. Stellt euch vor, ich würde mich hier hinstellen und würde alles wahrnehmen, was hier ist. Also ich würde wirklich ein ganz hochauflösendes digitales Bild machen. Dieses Bild zu verarbeiten im Gehirn und überhaupt erstmal ins Gehirn zu bringen vom Auge, würde ziemlich lange dauern. Das heißt, wenn ich mit dem Betrachten dieses Bild fertig wäre, hättet ihr euch schon bewegt, wäret woanders. Vielleicht hättet ihr, weil es langweilig ist, den Raum schon gänzlich verlassen. Das funktioniert so also nicht. Es würde einfach zu lange dauern, das so zu machen. Es ist immer der Trade-off zu machen zwischen der Geschwindigkeit, die ja wirklich notwendig ist, vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, in welcher Bedingungen die Menschheit entstanden ist, also Konkurrenz durch andere Menschen, durch Tiere, die einem irgendwie ums Leben trachten. Da kann man ja nicht sagen, oder da kann ein Mensch, der lange braucht, um wahrzunehmen, nicht gut überleben. Und ja, auf der anderen Seite einer Genauigkeit der Wahrnehmung, die man natürlich auch braucht, um die Szenerie, die da sich bietet, auch tatsächlich gut entscheiden, gut einschätzen zu können. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns hier an dieser Stelle. Und deswegen ist vieles an der Wahrnehmung so, wie es ist. Also Wahrnehmung, da kann man unten sich diese Adjektive mal angucken, ist selektiv. Es wird gar nicht alles wahrgenommen, was da ist. Da gibt es schöne Experimente dafür, an denen man das sieht, wo dann Teile von dem, was da ist, nicht wahrgenommen werden. Es ist konstruktiv, das heißt, irgendwie wird im Kopf das ganze Bild aber doch zusammengebaut, sodass wir immer den Eindruck haben, alles wahrzunehmen. Spekulativ, es wird viel geraten durch unser Gehirn und unser Gehirn rät ziemlich gut. Da sehen wir gleich auch Beispiele dazu, vor allem auch, was passiert, wenn es nicht gut rät. Ist adaptiv, wir können uns gut an andere Situationen anpassen. Es ist also nicht so, dass wir mit einem Wahrnehmungsprogramm ausgestattet sind von Geburt an und damit müssen wir dann durchs Leben kommen, sondern man kann sich anpassen an bestimmte Wahrnehmungssituationen. Und es ist auch kulturell geprägt durch unseren Erfahrungsschatz. Auch da gibt es schöne Beispiele, weil ich nicht weiß, ob wir heute dazu kommen oder ob wir am Anfang der nächsten Stunde, der nächsten Vorlesung, dann dazu kommen, was zu machen. Gucken wir uns das Auge an. Das habt ihr bestimmt im Biologieunterricht alle mal gesehen, wie so ein Aufbau, wie der Aufbau des Auges so ist, mit vorne, mit der Linse, mit der Hornhaut und der Pupille und all dem, was es da so Interessantes gibt. Wichtig ist vor allen Dingen, dass hinten, wo die Netzhaut ist, also das Gelbe, was ihr da hinten seht, es eine Region gibt, die ist besonders, die nennt man den gelben Fleck. Das ist der Bereich, an dem das scharfe Sehen stattfindet und an dem auch die meisten Sehnerven sich befinden. Da drumherum befinden sich auch Sehnerven. Um den Unterschied, wie die so sind, kümmern wir uns gleich noch. Und es gibt eine Stelle, da geht der Nerv nach hinten weg. Das heißt, die Ausleitung nach hinten, da wo es dann letztendlich zum Gehirn weitergeht. Und an der Stelle befinden sich überhaupt gar keine Sehnerven. Das heißt, wir haben einen blinden Fleck an jedem Auge. Auch geschickt positioniert, immer Richtung Nase hin, sodass der üblicherweise nicht so problematisch wird. Auch da gibt es interessante Tests, wie man diesen blinden Fleck nicht sichtbar machen kann, aber den Effekt, dass er da ist, ausnutzen kann, wo dann tatsächlich Elemente, die man sehen müsste, weil sie sich eigentlich im Gesichtsfeld befinden, verschwinden. Ihr seht hier an der Seite so einen Querschnitt, das wäre so an der Seite der Retina, wie das da so aussieht. Das Licht fällt erstmal durch alle Nervenzellen hindurch, durch alle Zellen, die auch die Verarbeitung machen und dann erst auf die eigentlichen Sehnerven. Das ist in gewisser Weise eine Fehlkonstruktion. Wie das biologisch genau kommt, weiß man noch nicht, muss einen entwicklungsbiologischen Grund haben. Jedenfalls gibt es dort Zapfen und Stäbchen, verschiedenartige Sehnerven und die sind unterschiedlich verteilt über diese Retina. Wie ich schon gesagt habe, im Bereich des, Moment, da kann ich ja drauf drücken, dann sieht man das vielleicht sogar besser,
Im Bereich des gelben Fleckes, das ist hier, was heißt Fovea auch, da gibt es ganz viele Zapfen. Da findet das Farbsehen und das scharfe Sehen statt. Und drumherum gibt es ganz viele dieser Stäbchen. Die sind recht lichtempfindlich und die sind nach außen hin werden die auch weniger, aber auf jeden Fall nehmen sie das so das periphere Sichtfeld ein. Und diese Aufteilung hat Folgen für uns und für unsere Gestaltung. Ich habe hier ein Bild, das ist so eine Annahme, eine Art Simulation dessen, was man ungefähr sehen würde, wenn man das Bild eines Auges einfach auslesen würde. Dann guckt man in die Landschaft, in eine Landschaft, die da ist und sieht ungefähr so viel. Das heißt, man sieht eigentlich wirklich in einem ganz kleinen Bereich in der Mitte überhaupt scharf und auch nur dort Farbe. Und nach außen hin wird es immer weniger farbig und auch immer weniger scharf. Das ist, wie gesagt, problematisch in gewisser Weise, aber unser Auge kommt in der Regel recht gut damit zurecht, weil wir natürlich entsprechende Methoden haben, damit umzugehen. Wenn wir uns dieses Bild hier zum Beispiel mal angucken, dieses Gesicht, dann kann man bei dem Gesicht untersuchen, und das wurde auch schon sehr früh gemacht, wurde schon in den 60er Jahren gemacht mit Eye-Trackern, wo das Auge aufgenommen wird und dadurch geguckt wird, also ausgerechnet wird, wo guckt denn derjenige auf dem Bild eigentlich hin, wurde festgestellt, dass man das Bild so erwandert durch diese wirren Linien, die man da sieht. Weil das, so wirr sind sie ja gar nicht. Ne? Sie haben ja offensichtlich mit dem Gesicht ziemlich viel zu tun. Das heißt, wie hat man wohl angefangen? Es ist jetzt hier nicht dran zu sehen, wie die Reihenfolge ist, aber würde man annehmen, man hat erstmal so außen herum geguckt, quasi die Kontur des Gesichts, des Kopfes so wahrgenommen und ist dann ziemlich schnell auf den Eigenschaften des Gesichtes selbst gelandet, also auf Mund, Nase und Augen und vor allen Dingen zwischen den Augen wurde sehr viel hin und her gesehen. Das ist also offensichtlich ein wichtiger Bereich. Was wir also machen mit unserem Auge ist, wir erwandern uns ein Bild. Das tun wir in der Regel nicht bewusst, sondern das sind Bewegungen, die passieren die ganze Zeit völlig unbewusst. Man kann sie natürlich bewusst machen, aber üblicherweise, wenn wir nicht drüber nachdenken, ist ähnlich, wie man bewusst atmen kann, aber meistens nicht drüber nachdenkt, wie man atmet. Und wenn dann jemand einem sagt, atmen Sie mal ganz normal, dann wird das ganz schwierig. Ne? Das ist genauso wie gucken Sie mal ganz normal oder gucken Sie jetzt nicht hier hin oder irgendwie sowas. Dann wird es ganz anstrengend. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten der Augenbewegungen. Davon gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Bewegungen. Wichtig für uns sind die beiden, die hier stehen, die Fixationen. Das sind immer die Bereiche, wenn man an einem Punkt stehen bleibt, zum Beispiel über einem Auge, das den Blick hält und dort die ganze Zeit hinguckt. Das sind üblicherweise auch die Zeitpunkte, wo man drüber nachdenkt, was man eigentlich gesehen hat, wo also die Informationsverarbeitung, wenn man das so nennen will, stattfindet. Und zwischendurch gibt es Sakkaden, das sind die schnellen Bewegungen zwischen diesen Fixationen. Und die Sakkaden sind unwahrscheinlich schnell. Wenn ihr mal guckt, 500 bis 900 Grad pro Sekunde, das heißt, wenn ihr eine Sakkade eine Sekunde machen würdet, würdet ihr mehrfach rumgehen mit dem Auge. Ne? Also da merkt man, wie schnell das eigentlich sein muss. Es sind also wirklich nur Bruchteile von Sekunden, wo man ganz schnell an einen anderen Punkt auf dem Bild kommt. Ja, was bedeutet das? Offensichtlich haben wir ein eingebautes Programm oder in unserer Wahrnehmung findet sowas statt, was dieses Erwandern macht. Und offensichtlich macht es das recht performant, sodass wir nicht drüber nachdenken müssen, irgendwo explizit hinzugucken, sondern das Wahrnehmungssystem tüftelt das für uns selbst aus. Und wir sehen halt, wie gesagt, zu einem Zeitpunkt immer nur einen bestimmten Teil scharf. Dieses Phänomen, dass man nur einen bestimmten Teil scharf sieht und andere Teile nicht oder überhaupt nur da die Wahrnehmung explizit hat, kann man schön sehen an solchen optischen Täuschungen, die ihr bestimmt auch teils schon mal gesehen habt. Dieser unmögliche Würfel hier auf der linken Seite, der Wasserfall ist hier nachgemacht von Escher, also wo das Wasser immer wieder offensichtlich im Kreise läuft und auch die Treppe, die ständig bergab geht, wo man immer weiter bergab läuft. Und wenn ihr diese Beispiele euch mal anguckt oder auch unten den Elefanten, wo man nicht weiß, was eigentlich die Beine sind, also wie viele Beine das eigentlich sind, die der Elefant da hat, dann könnt ihr euch dabei relativ gut selbst beobachten,
wie dieses Abwandern mit dem Auge funktioniert. Also gerade bei der Treppe funktioniert das gerade bei mir immer ziemlich gut. Da bemerke ich selber, wie ich die ganze Zeit immer eine Stufe weiter und irgendwie dann denke, das stimmt doch was nicht. Aber an jedem einzelnen Punkt, an den ihr guckt, das heißt, ihr guckt hier unten auf so ein Stück von diesen Beinen von dem Elefanten oder ihr guckt an eine Treppenstufe oder an eine dieser Überschneidungen bei dem Würfel, ist das Bild an dieser Stelle in Ordnung. Und das ist genau das, was diesen Clou da ausmacht. Ihr nehmt immer nur einen kleinen Teil wahr und beim Zusammensetzen zum ganzen Bild sagt euer Gehirn dann irgendwann, nee, da stimmt doch was nicht mit dem Bild. Und deswegen sind die Bilder so faszinierend. Ich habe schon erzählt, dass es zwei verschiedene Arten von Zellen gibt, zwei verschiedene Arten von Nervenzellen hinten auf der Retina. Die einen nennt man Zapfen, die anderen Stäbchen. Die heißen schlicht und ergreifend nur so, weil die so aussehen. Also wenn man die unter Mikroskop anguckt oder auch hier in dieser schematischen Zeichnung, dann seht ihr da die Zapfen, die Cones heißen die auf Englisch, also ne, sehen auch dann aus wie so ein Konus, also ein Zapfen und Stäbchen sind Rods, die sehen so aus, deswegen hat man die so genannt. Und wie ihr da seht, also wie gesagt, das Licht scheint hier von unten erstmal durch alles Verarbeitende hindurch und dann erst auf diese Zapfen und Stäbchen. Dann seht ihr, dass es darunter eine Schicht gibt, wo diese Zapfen und Stäbchen verschaltet sind, wo es also Zellen gibt, die einzelne Zapfen und Stäbchen miteinander verbinden. Das heißt, es findet schon eine, man könnte Datenreduktion dazu sagen, statt. Von den vielen Nervenzellen, die es da gibt, 6 Millionen, also 6 Millionen Zapfen, 120 Millionen Stäbchen, gibt es nur 1 Million Ganglienzellen. Und Ganglienzellen sind die, die dann quasi über den Sehnerv nach hinten rausgeleitet werden. Das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Einschränkung. Selbst von der schon eigentlich, sagen wir mal, für eine Digitalkamera nicht idealen Aufteilung von Nervenzellen auf der Retina hinten. Das ist übrigens, wenn ihr mal sowas lest, ich weiß gar nicht, also ich bin begeisterter Hobbyfotograf. Wenn das von euch sonst noch jemand ist, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gelesen, dass sich jemand beklagt, ah ja, ich habe was fotografiert, das Fotografierte sieht gar nicht so aus, wie ich das gesehen habe. Und dann kommt häufig zur Antwort, das Auge ist halt eine viel bessere Kamera als so eine Kamera. Das ist Quatsch. Also so eine schlechte Kamera möchte keiner haben, wie so ein Auge ist. Was gut ist, ist das, was da noch so dranhängt. Das fehlt halt bei der Digitalkamera. Das Gehirn, was damit arbeitet und dadurch eine ganze Welt zusammensetzt, ein ganzes Bild zusammensetzt. Ja, ihr habt da oben, wie gesagt, diese verarbeitenden Schichten und hier unten sieht man das in einer mikroskopischen Sicht. Auch hier seht ihr dann, dass hier das Licht erstmal durch alles durchfällt, bis dann da oben die entsprechenden Bereiche kommen. Die Charakteristika von dem zentralen Blickfeld und dem peripheren Blickfeld sind extrem unterschiedlich. Im zentralen Blickfeld haben wir ganz viele von diesen Zapfen und dadurch auch das Farbsehen und das scharfe Sehen und außen ganz viele Stäbchen, die sehr lichtempfindlich sind. Das hat Folgen, die hier auf dieser Tabelle mal zusammengetragen sind. Und da seht ihr, die Charakteristika sind so ziemlich gegenläufig. Das heißt, die Lichtempfindlichkeit im zentralen Blickfeld, das heißt, da, wo wir scharf sehen, ist nicht besonders hoch. Dafür ist die Lichtempfindlichkeit im peripheren Sichtfeld sehr hoch. Farbempfindlichkeit in der Mitte, im peripheren, der Mitte, also da, wo man hinguckt, im zentralen Sichtfeld hoch, außen gering bis nicht vorhanden. Das ist auch ein Grund übrigens, warum, das heißt ja, nachts sind alle Katzen grau, das liegt schlicht einfach daran, dass die Zapfen nachts, für die ist es zu dunkel, man sieht quasi mehr mit den Stäbchen und die sind nicht lichtempfindlich, deswegen geht die Farbe dann irgendwann verloren. Was heißt Farbempfindlichkeit, habe ich gesagt. Sehschärfe, habe ich als am Anfang schon gesagt, Sehschärfe ist eigentlich nur überhaupt im zentralen Blickfeld vorhanden. Das Problem oder der Vorteil des peripheren Sichtfelds ist seine Bewegungsempfindlichkeit. Problem oder Vorteil halt, weil man das sowohl positiv als auch negativ ausnutzen kann. Das heißt, wenn irgendwo bei euch
im peripheren Blickfeld irgendwie etwas winkt, ich habe das eben gesehen, Leute kommen hier rein, oben fängt jemand an zu winken zum Beispiel, das nimmt man wahr. Man nimmt nicht wahr, was da passiert ist, aber man nimmt wahr, dass dort etwas passiert ist. Dafür ist man sehr empfindlich. Das heißt, man guckt dann unwillkürlich dorthin. Das ist im zentralen Blickfeld nicht so. Und die Spezialisierung ergibt sich aus diesen Charakteristika. Ne? Also für die Teilwahrnehmung muss man explizit den Blick dorthin wenden und der Rest ist quasi für Aufmerksamkeitssteuerung gedacht. Das können wir einsetzen, und zwar sowohl positiv als auch negativ. Ich zeige euch mal das Negativbeispiel. Und jetzt habe ich noch so einen schönen Effekt, mit dem kommt dann noch Text dazu. Und wenn ihr jetzt diesen Text versucht zu lesen, dann ist das unwahrscheinlich nervig, weil diese schnell animierten Grafiken und auch dauerhaft animierten Grafiken einen ständig ablenken. Wer von euch die Anfangszeiten des World Wide Webs mitgemacht hat oder kurz danach, da war das mal sehr beliebt, animierte GIFs dieser Art, vor allem so Baustellenschilder und sowas und die haben die ganze Zeit dann da und schrecklich. Dieser Mode ist glücklicherweise weg. Ich zeige euch den gleichen Text mal ohne die Bilder. Kann man den auch lesen. Wichtig ist also für die Gestaltung, Blinken möglichst zu vermeiden, außer natürlich, ihr wollt es einsetzen. Also man kann natürlich etwas blinken lassen, damit die Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wird. Zum Beispiel, dass in der Windows-Taskleiste ein Task aufblinkt. Beim Macintosh ist es so, dass dann in dem Dock so ein Icon anfängt zu springen. Wenn das irgendwas will, also wenn das Programm irgendwie Aufmerksamkeit benötigt, dann passiert das. Das ist ein vernünftiger Einsatz, wenn man das natürlich nicht übertreibt. Wenn ständig alle Icons hüpfen, dann funktioniert das nicht, dann ist das sehr schlecht zu benutzen. Blinken ist übrigens etwas, was man auch sonst, wo man auch so drüber nachdenken müsste, weil es Leute gibt, die gerade bei hohen Blinkfrequenzen zu epileptischen Anfällen neigen. Sollte man sowieso also davon absehen, in Nutzungsschnittstellen etwas blinken zu lassen, wenn es nicht wirklich unbedingt nötig ist. Animationen sind auch so eine Sache. Wir werden noch darüber sprechen, welchen Vorteil Animationen haben. Und Animationen haben viele Vorteile, vor allen Dingen, wenn es darum geht zu verstehen, was passiert ist. Also ich verminimiere ein Fenster und das Fenster minimiert sich so irgendwo hinein oder fällt nach hinten weg oder irgendwie sowas. Das sind Animationen, die sind sehr sinnvoll, weil die das vermeiden, dass sich einfach schlagartig das Bild ändert und man gar nicht mehr so richtig weiß, was eigentlich passiert ist. Aber was ich jetzt meine, sind Animationen wie diese gerade, also irgendein animiertes Bild. Die sollte man, wenn man sie denn unbedingt für irgendwas braucht, kann ja sein, dass man irgendwas darstellen möchte, einen Prozess darstellen möchte oder sowas, abschaltbar machen. Am besten so einstellen, dass sie nicht dauerhaft immer wieder laufen. So gestalten, wenn es möglich ist, dass sie nicht irgendwie hin und her gehen, weil das ist noch besonders unruhig, wenn das so erratisch hin und her flackert. Ja, also das sind eigentlich die üblichen Hinweise, die man sagen kann, was man machen sollte mit Animationen bzw. ohne sie. Man sollte das also möglichst vermeiden. Es gab mal eine Version von SAP R3, die hatte oben rechts das SAP-Logo, haben die, glaube ich, heute auch noch. Aber was sie da hatten, war, das sah so aus, das war das Logo und die ganze Zeit war da so eine Animation drin. Das sollte wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Ruhe ausdrücken, also so ein Tropfen, der da, beziehungsweise Wellen durch einen Tropfen entstanden. Das mussten die nach kurzer Zeit ändern. Denn das ist den Leuten unwahrscheinlich auf die Nerven gegangen, dass oben die ganze Zeit so etwas sich bewegt. Weil man nimmt es gar nicht bewusst wahr, aber man guckt auch immer wieder dann da oben hin und kann nicht um das zu machen. Also vermeidet das nach Möglichkeit. Das Bild hatten wir gerade schon mal. Wir sehen also hier wieder das Licht, was von der linken Seite kommt, durch den ganzen Kladderadatsch hier erstmal durchscheint, um hinten auf Zapfen und Stäbchen zu treffen. Und das, was ich jetzt gerade Kladderadatsch genannt habe, diese ganze Verschaltung dazwischen, die ist
sehr interessant. Das ist sehr interessant, was da passiert. Ich habe ja gesagt, es ist eine Art Datenreduktion. Was für eine Art Datenreduktion kann das sein, die irgendwie dafür sorgt, dass nicht alle, ja, alle sensorisch wahrgenommenen Werte, wenn man so will, oder Spannungen, die ja von der Netzhaut kommen, auch tatsächlich ans Gehirn weitergeleitet werden. Das muss ja irgendwie geschickt gemacht werden, dass das, was wichtig ist, dabei übrig bleibt und das, was potenziell unwichtig ist, dabei verschwindet. Und die sind so miteinander verschaltet, dass sie dafür sorgen, über einen Effekt, den man laterale Hemmung nennt, dass sie sehr gut sind für Kantenerkennung. Dieser Hörsaal ist ein gutes Beispiel immer dafür. Wenn ich hier stehe und gucke auf diese Wand, diese da, da ist ja nichts. Also da ist, die hat ja wenig Struktur. Das heißt, da kann sehr viel einfach wegkomprimiert werden. Da braucht man nicht diese ganze Information. Aber an einigen Stellen gibt es doch kleine Ungereimtheiten. Vor allen Dingen gibt es auch eine ganz große Kante da drin in der Mitte. Und die muss wahrgenommen werden. Das ist wichtig. Das heißt, dafür ist im Prinzip diese ganze Verschaltung gut geeignet, neben anderen Dingen, die da passieren, solche Kanten gut zu erkennen. Das passiert über den Begriff der lateralen Hemmung. Das bedeutet, es sind Nervenzellen, Sehsensoren so miteinander verschaltet, dass sie unterscheiden oder dass sie nicht nur gucken, ist es irgendwo hell oder ist es dunkel. Wir gehen mal jetzt erstmal von einem schwarz-weißen Bild aus, Farbe kommen wir später noch zu. Sondern dass geguckt wird, wie ist die Verteilung von hell-dunkel. Und ich zeige euch mal, wie so ein On-Feld aussieht, also was da quasi passiert. Also in diesem Kreis, da könnt ihr euch jetzt vorstellen, da sind jetzt einigermaßen gleich verteilt Zapfen und Stäbchen drin und die sind auf der Rückseite irgendwie sind die verschaltet. Und bei einem On-Feld ist es jetzt so, ist ja jetzt auf einem Bereich, da ist es hell. Das heißt, wir haben einen gewissen Spannungslevel, der hinten rauskommt aus der ganzen Verschaltung. Wenn wir das jetzt ein bisschen nach rechts bewegen und kommen in einen Bereich, wo die Mitte noch hell ist, aber der Rand dunkel, dann steigt dieser Spannungspegel an. Das heißt, da wird ja, quasi eine Betonung drauf gegeben. Wenn jetzt auch die Mitte dunkel wird, fällt das ab auf den niedrigen Bereich, dass es dunkel ist. Und das Gleiche passiert natürlich auch auf der anderen Seite dann. Also hier bleibt es unten und hier passiert dann entsprechend der ähnliche Effekt. Es gibt natürlich nicht nur On-Felder, es gibt auch Off-Felder, also Verschaltungen von Zapfen und Stäbchen, die genau andersherum geschaltet sind, also wo die stärkere Betonung dann passiert, wenn es in der Mitte dunkel ist und außen hell. Und die Kombination von beiden führt dann zu so einer Art Spannungsverlauf, wenn man da so drüber gucken würde, also wenn ich jetzt hier quasi so über die Kante gucke, der so aussieht. Das heißt, wir haben so eine Überhöhung der Kante. Das heißt, es wird quasi, wenn ich so hier gucke, zur Kante erstmal heller, dann wird es extrem dunkel und dann fällt das so auf so einen Mittelwert ab. Eine Kantenbetonung. Solche ähnlichen Phänomene kann man mit Photoshop oder anderen Bildverarbeitungsprogrammen machen, wenn man mal so ein Kantensuchen einstellt. Das ist sowas, was da passiert. Oder eine Schärfen, wenn man das schärfen lässt, dann sieht man auch sowas, dass die Kanten überbetont werden, indem es hell wird und dann extrem dunkel wird. Das kann dann oft so Halo-Effekte haben. Das ist dann sehr unschön, wenn das passiert. Aber letztendlich ist das, was im Auge auch passiert. Diese Kontraststeigerung, die wir haben, ist wirklich, wie gesagt, notwendig für das Finden von Kanten und für diesen Kompressionseffekt. Auch der hat Folgen für die Gestaltung. Und die sollte man bedenken. Hier habe ich ein paar aufgemalt. Das ist jetzt manchmal hier ein bisschen schwierig, dadurch, dass wir hier relativ viel Streulicht haben. Ich versuche mal gerade etwas dunkler, aber ich will es nicht dunkel machen, sonst schlafen hier gleich alle. Das muss ja nicht sein. Lassen wir es mal gerade so, sonst müsst ihr euch das auf den Folien mal angucken. Wenn man das auf der Folie sieht und nicht so viel Streulicht hat, funktioniert das meistens besser. Aber ich denke, ihr seht wahrscheinlich alle bei dem Farbverlauf auf der linken Seite, links oben, dass der so aussieht, als würde der in einer zu hellen Linie enden. Also der Farbverlauf endet und dann kommt eine zu helle Linie und dann kommt das Graue, was da drüber ist. Das ist nicht so. Das ist eine Illusion, die diese Kantenüberhöhung im Auge für uns macht. Der gleiche Effekt tritt auch auf, da findet man ihn aber meistens nicht so störend, auf der rechten Seite.
dass die graue Fläche so aussieht, als würde die zu der weißen Fläche hingehen, erstmal dunkler werden. Und dann kommt das Weiß. Und umgekehrt bei der schwarzen Fläche. Es wird erst ein bisschen heller und dann kommt das Schwarz. Auch das ist nicht so. Ich sag mal, meistens wird das nicht als so negativ empfunden. Das unten links sind die sogenannten Machbänder, nach einem Herrn Mach, der das herausgefunden hat. Diese Bänder sehen so aus, als wären das so Jalousiebänder und man hätte immer einen Farbverlauf in jedem einzelnen Bereich. Immer von hell nach dunkel. Auch das ist nicht so. Das sind gleichmäßig graue Flächen, die da dargestellt werden. Das sind alles Ausgleichungen durch diese, oder beziehungsweise Effekte durch diese Kantenüberhöhung, durch diese laterale Hemmung, die uns hier einen falschen Eindruck geben an dieser Stelle. Meistens ist es nicht so schlimm, wenn das so ist. Gut, wenn man nicht sowas darstellt oder wenn es nicht schlimm ist, dass die Leute das so wahrnehmen. Der Farbverlauf würde wahrscheinlich als störend wahrgenommen, wenn man den so sieht. Das sieht so aus, als hätte derjenige das nicht richtig gekonnt, der das gemacht hat. Was man machen kann, ist, man kann den Farbverlauf anders gestalten. Man kann den nicht so linear gestalten wie hier, sondern kann den mehr auslaufen lassen, so eine Art logarithmisch auslaufen lassen. Sieht man hier unten rechts, da ist dieser Effekt nicht mehr so stark. Während bei dem linken Schatten dieser Effekt noch passiert. Dass hinter, neben dem Schatten und um den Schatten herum es so aussieht, als gäbe es eine zu helle Kante. Das ist der Effekt, den man bedenken sollte, vor allen Dingen bei Schatten. Heute ist ja Schatten und Schattenwurf in User Interfaces durchaus wieder ein beliebtes Mittel. Es war zwischendurch auch mal anders und ist auch immer mal wieder anders. Es ist sehr stark Moden unterworfen. Ein anderer Aspekt, der wichtig ist, was diesen Aspekt der Schnelligkeit angeht, ich habe gesagt, es muss schnell gehen, die Wahrnehmung muss schnell funktionieren, ist der sogenannten präattentiven Wahrnehmung. Präattentive Wahrnehmung bedeutet Wahrnehmung, bevor sie bewusst ist, also vorbewusste Wahrnehmung. Und das ist die gibt es immer, die kann ich nicht abstellen oder anstellen. Es ist halt so, dass bestimmte Teile der Wahrnehmung so sind, dass sie stattfinden, noch bevor sie quasi mir bewusst mitgeteilt werden. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel so etwas besonders auffällig ist. Nämlich unser Wahrnehmungssystem ist darauf ausgelegt, dieses rote Element, dieses andere Element, möglichst so quasi vorzuselektieren und uns dann vorzugeben, da musst du hingucken. Das funktioniert erstaunlich gut. Also ich denke mal, das Rote hat wahrscheinlich die meisten erkannt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht jemanden ausgeschlossen aufgrund von Farbfehlsichtigkeit. Das kann natürlich passieren. Aber ich habe noch ein paar andere Beispiele, dann wird es damit vielleicht besser. Seht ihr auch auf diesem, was jetzt kommt, ein anderes Element? Ein schwarzes, ne? Ein schwarzer Kreis befindet sich hier unten. Und da ist der Unterschied gar nicht so groß, wie jetzt eben bei Rot und Blau. Oder es funktioniert auch mit anderen Arten von Unterschieden, zum Beispiel dem da. Auch da ist das eine größere Element, hier vorne rechts, auffällig. Das heißt, wenn man viele gleichmäßige Elemente hat und macht eines anders, fällt das auf. Auch das ist etwas, das kann man positiv nutzen und negativ nutzen. Positiv nutzen heißt, ich habe eine Gestaltung, die ist grundsätzlich mal relativ gleichmäßig und ein Element ist anders. Da gucke ich hin, zum Beispiel, das ist das Element, was in der Kontrollwarte den kaputten Motor anzeigt. So. Und alles andere zeige ich aber nicht auch so an, sondern nehme dafür vielleicht eine andere Farbe für den kaputten Motor. Rot ist dann eine übliche Variante. Negativ, wenn ich unbedacht Elemente aussuche, das passiert vor allen Dingen dann, bei Icons ist das sehr beliebt. Ich nehme viele Icons und klaube mir die einfach irgendwo her. Ich habe nicht einen vernünftigen Icon-Satz, sondern ich brauche noch irgendein Icon für eine weitere Funktion. Na, dann nehme ich von hier eins und dann nehme ich von da eins. Dann sind die unterschiedlich gestaltet und dann passiert es fast immer, dass einzelne Icons auffälliger sind als die anderen. Und dem Effekt kann man sich nicht entziehen. Man kann nicht sagen, ich gucke da jetzt bewusst nicht hin. Das funktioniert nicht. Wenn man das nutzen möchte, dann muss man aufpassen, dass man nicht eine Umgebung gestaltet, in der sowieso alles ganz krüsselmüssel durcheinander ist. Bestes Beispiel dafür,
Ich habe letztes Mal gefragt, wer welches Betriebssystem benutzt. Benutzt von euch noch jemand Windows 8? Oh, eine Mohikanerin, die letzte. Windows 8 ist so ein Phänomen. Die Kacheln, die Windows 8 hat. Windows 10 hat sie ja auch noch, aber da sind sie einfarbig geworden. Windows 8 hat bunte Kacheln auf diesem Bildschirm. Jedes in einer anderen bunten Farbe, alles schreit nach Aufmerksamkeit. Wenn man da eine Kachel herausstellen wollte, geht das nicht mehr. Dann hat man das Problem, was man hier auch hat. Also auch dieser Effekt sollte mit Bedacht genutzt werden. So, was ist das jetzt, was wir hier haben? Also offensichtlich haben wir bestimmte Teile der Wahrnehmung, die bei uns so eingebaut sind, gegen die wir uns nicht wehren können, wie diese präattentive Vorauswahl, die hier passiert. Das ist in der Biologie oft so. Wenn wir uns mal ein bisschen im Tierreich umgucken, dann gibt es solche Phänomene auch. Und da sind hier mal zwei Tiere als Beispiel. Oben eine, was ist es denn? Eine Drossel, da oben steht es ja. Eine Drossel. Und da hat man in Experimenten festgestellt, dass man relativ leicht so einer Drossel eine Mama simulieren kann mit zwei Kreisen. Also wenn man zwei Kreise nimmt und der eine ist aber nur ein Drittel des Durchmessers des anderen, wie hier, was ihr da links seht, wo Mama drunter steht, dann nimmt diese Drossel an, das ist jetzt ein Elterntier und das füttert mich jetzt. Hingegen, wenn diese Kreise nicht stimmen, wenn der Kreis zu groß ist oder wenn es mehr als einen Kreis gibt, dann funktioniert das nicht, dann wird das nicht als Mama erkannt oder ein Fluchtreflex setzt ein. Ähnliches haben wir unten bei der Kröte. Ja, der Kröte ist es sogar noch ein bisschen einfacher. Bei der reicht es, wenn man einfach mit solchen Rechtecken hantiert. Und einfach nur in welche Richtung sich dieses Rechteck bewegt, reicht zur Unterscheidung davon, ob es ein Räuber ist oder die Beute. Wenn sich das wegbewegt und entlängs seiner Achse bewegt, dann ist das offensichtlich die Beute, da kann man hinterher. Und wenn es auf einen zukommt, der mit der Fläche, dann ist es der Räuber. Und das sind also Wahrnehmungsprogramme, die sind quasi bei diesen Tieren fest eingebaut. Die haben die nicht gelernt, sondern die sind so drin gewesen, von vornherein. Und solche Wahrnehmungsprogramme, fest eingebauten Programme haben wir auch. Aber nicht nur. Es gibt nicht nur diesen Bereich, der fest eingebaut ist, sondern auch weitere Bereiche, die über andere, also über Erfahrung dann dazukommen. Also grundsätzlich, wahrgenommen wird nur relativ wenig, das haben wir gerade gesehen, und vieles wird dann dazu geraten. Das haben wir vor allen Dingen gerade auch bei der Sache gesehen mit diesen Machbändern. Also was wir was gesehen haben, was es gar nicht gibt. Das wird also dazu geraten, in diesem Falle falsch. Einige Sachen sind fest eingebaut, evolutionär haben die sich so ergeben, dass es von Vorteil ist, wenn bestimmte Verhaltensweisen, Wahrnehmungsweisen an den Tag gelegt werden. Und andere Sachen sind, wie gesagt, kommen dazu durch kulturelle Einflüsse oder durch individuelle Einflüsse, also durch uns selbst oder durch, naja, wie wir halt mit unserer Umwelt interagiert haben. Die Übergänge sind teilweise fließend und oft ist nicht so wirklich leicht festzustellen, woher das eigentlich kommt. Also ist es eingebaut oder nicht, verblüffende Sachen drin. Zum Beispiel die Wahrnehmung, ob etwas weit weg ist oder nah dran, könnte man eigentlich annehmen, müsste fest eingebaut sein, weil das sehr grundlegend ist. Man hat aber in Untersuchungen festgestellt mit bestimmten indogenen Völkern, und zwar waren das dann Völker, die im Wald gelebt haben. Das heißt, die sahen die weit weg. Das ging nicht, weil die ja im Wald lebten. Das heißt, wirklich weit weg, Weitsicht hatten die gar nicht. Dass die das auch nicht konnten. Wenn man die irgendwo hingebracht hat, wo es weit weg war, also wo sie weit weg gucken konnten, dann konnten die Entfernung überhaupt nicht einschätzen. Die haben weit entfernte Berge gesehen und hatten gedacht, sie stehen quasi direkt davor. Das heißt, offensichtlich ist diese Tiefenwahrnehmung an der Stelle erlernt worden und nicht fest einprogrammiert gewesen. Das kann uns aber relativ egal sein, woher das kommt. Wichtig ist nur, dass es diese Wahrnehmungsprogramme gibt und dass wir uns als Gestalter von Software natürlich dazu verhalten müssen. Denn wir müssen ja Software bauen, die Leute, die Menschen bedienen können, die eine gewisse Grundausstattung haben und gewisse Wahrnehmungsschulung genossen haben.
Es gibt bei der Wahrnehmung von diesen Programmen, seien sie nun eingebaut oder erlernt, gewisse Phänomene, die dafür sorgen, dass wir in der Welt über unsere Umwelt überhaupt zurechtkommen. Die nennt man üblicherweise Konstanzphänomene. Das ist ein, kann man zurückführen auf die grundsätzliche Idee, dass die Umgebung oder die Umwelt relativ stabil ist. Ich habe eben gesagt, es wird viel komprimiert, es wird viel weggelassen in der Wahrnehmung. Und man kann noch vieles weglassen, weil man einfach davon ausgehen kann, dass sich bestimmte Dinge nicht ändern. Zum Beispiel, wenn ich hier stehe, davon ausgehen, dass nicht da vorne die Tür verschwindet, auch wenn ich sie nicht die ganze Zeit sehe. Ich brauche also nicht ständig die Tür zu überwachen und da ist sie denn noch da, ist sie denn noch da, sondern das kann mir mein Gehirn einfach dazu denken. Und bei diesen Konstanzphänomenen gibt es auf ganz grundlegender Ebene diese vier. Formkonstanz, Größenkonstanz, Helligkeitskonstanz und Orientierungskonstanz. Formkonstanz bedeutet, dass unser Wahrnehmungssystem uns immer die gleiche Form wahrnehmen lässt, egal wie wir auf das Ding gucken. Das heißt, wenn ich hier so ein, was haben wir jetzt hier für gerade Form, zum Beispiel mal meinen Bildschirm, der ist ja ein Rechteck. Den sehe ich immer rechteckig, auch wenn ich so auf den Bildschirm gucke oder von oben auf den Bildschirm gucke. Das heißt, die Perspektive wird quasi für mich herausgerechnet. Es wird immer, bleibt immer ein Rechteck. Ich kann ihn immer als Rechteck wahrnehmen und immer einschätzen, dass es ein Rechteck ist. Obwohl natürlich das Bild, was hinten auf der Netzhaut ist, überhaupt gar kein Rechteck ist. In den wenigsten Fällen. Ich müsste ja schon exakt planparallel dazu gucken. Genauso verhält es sich mit der Größenkonstanz. Wenn ich mir diesen Bildschirm angucke und gehe jetzt weiter weg, dann sage ich nicht, oh, der Bildschirm ist jetzt kleiner geworden. Ne? Sondern es ist, dass mein Wahrnehmungssystem gleicht das aus und macht dann eine perspektivische Sache daraus. Also ich bin weiter weggegangen, dadurch sind die Sachen kleiner. Größenkonstanz, die Sachen werden immer gleich groß wahrgenommen. Helligkeitskonstanz ist teilweise faszinierend. Das heißt, wenn ich jetzt das Licht hier an- und ausmache, habe ich ja eben gemacht, ich habe ja eben hier an den Reglern gedreht, da habe ich nicht angenommen, dass ihr alle jetzt ins Solarium gegangen seid und alle dunkler geworden seid, sondern ich bin davon ausgegangen, die Umgebung ist dunkler geworden. Das ist da die übliche Variante. Es gibt eine, man nimmt gleiche Helligkeit an. Das führt zu solchen lustigen Phänomenen wie diesem hier rechts, dass die Flächen A und B technisch die gleiche Helligkeit aufweisen. Das ist beides der gleiche Grauton. Aber dadurch, dass wir Erfahrungen über Schatten haben, nehmen wir das nicht so wahr. Der gleiche Grauton bei dunklerer Umgebung wird anders wahrgenommen als der gleiche Grauton bei heller Umgebung. Dann wird davon ausgegangen, dass das Objekt offenbar eine andere Helligkeit hat. Ja, und Orientierungskonstanz ist vor allen Dingen was für die Turner unter euch, aber auch, also eigentlich auch an sich für jeden, also dass ich nicht davon ausgehe, wenn ich so mache, dass ihr alle gekippt seid, ne? Sondern ich sehe euch immer noch als gerade sitzend auf den Stühlen, ja die meisten, gerade auf den Stühlen sitzend an, wenn ich solch eine Bewegung mache. Das sind alles Konstanzphänomene, bei denen das, was wahrgenommen wird, was auf der Netzhaut des Auges tatsächlich vorhanden ist, verarbeitet wird im Gehirn und dadurch eine stabile Umwelt erzeugt wird. Das heißt, ich kann mich hier bewegen und das Bild ändert sich ständig, trotzdem wird eine stabile Welt daraus generiert. Das heißt, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ich kann nicht aus dem einzelnen Bild, aus der einzelnen Wahrnehmung etwas generieren. Das hat man aber lange versucht. Und das ist auch oft eine Grundlage für viele Überlegungen im User-Interface-Design gewesen, dass man versucht hat, zu erklären, aus der Einzelwahrnehmung, aus dem einzelnen Reiz, zu erklären, was man wohl wahrnehmen wird. Also herauszufinden, aber ich kann nicht nur aus den Eigenschaften dessen, was man da sieht, erklären, was man wahrnimmt. Experimente sind zum Beispiel solche, ganz faszinierend. Seht ihr hier unten drin eine 4? Wer sieht eine 4? Aha. Und da oben? Ja, da sieht man keine 4. Dabei ist auch da oben eine 4 drin. Also die habt ihr alle gesehen.
da ist die 4. Aber man nimmt die nicht wahr, weil man diese entsprechenden Teile als Teile von unterschiedlichen Figuren wahrnimmt. Und sowas hat man versucht zu systematisieren, herauszufinden, was wird als zusammengehörig eigentlich wahrgenommen. Dass diese Experimente mündeten in den Gestaltgesetzen, die sind fast 100 Jahre alt. Mittlerweile, ich habe jetzt geguckt, also 1923 wurden die das erste Mal ein bisschen systematisiert aufgeschrieben. Da haben sich also Psychologen hingesetzt und haben überlegt, wie geht es denn, wie kann ich denn quasi ein Regelwerk für die Wahrnehmung erstellen. Und wie Psychologen das so machen, gehen die üblicherweise nicht hin und gucken in die Welt, in die ganz normale Welt, die um sie herum ist, sondern die machen sich ein ganz experimentelles Szenario, in dem sie versuchen, die Effekte zu vereinzeln. Was natürlich auch logisch ist, wissenschaftlich auch vernünftig, dass man versucht, die einzelnen Phänomene einzeln zu erklären, weil sonst weiß man ja nie, woran es gelegen hat. Diese Gestaltgesetze sind dann mit dem Aufkommen der Softwareergonomie auf einmal wieder beliebt geworden und wurden ständig herangezogen als die Gestaltungsgesetze, mittels derer man so eine Oberfläche gestalten kann. Das findet man auch häufig in diesem Text hier zum Beispiel, werden sie als eine der interessantesten Dinge überhaupt bezeichnet, mit denen man sich befassen kann, um Oberflächen zu gestalten. Kurioserweise kann man nach ihnen keine Oberflächen gestalten. Also zumindest nicht besonders gut, weil eine Oberfläche eben nicht so ein vereinzeltes Gebilde ist. Gucken wir sie uns mal an. Es gibt das sogenannte Gesetz der Nähe. Ich habe hier eine Aufzählung von so Punkten. Und was seht ihr, Zeilen oder Spalten? Zeilen? Ja, die meisten denken, wer hat Spalten gesehen? Niemand. Die Leute, die Spalten hätten gerne sagen wollen, dürfen sich dann jetzt trauen. Da sieht man bei der Aufteilung eher Spalten. Und als Grund wird angegeben, die Nähe. Ne? Die Abstände sind unterschiedlich und die Nähe der Punkte zueinander suggeriert Zeilen oder Spalten. Es gibt ein anderes Gesetz, das heißt das Gesetz der Gleichartigkeit. Hier sind Zeilen oder Spalten nicht durch die Nähe hervorgebracht worden. Trotzdem sehen wir doch eindeutig zwei Spalten da drin, nämlich eine Route von roten Elementen und eine von Sternen. Also hier sind auch diese Objekte werden als zusammengehörig wahrgenommen. Das ist immer die Frage, welche Objekte sind die zusammengehörigen Objekte? Das Gesetz der Gleichartigkeit funktioniert auch in einer leicht anderen Variante, dass dann jetzt die drei roten Punkte als die zusammengehörigen wahrgenommen werden. Gucken wir uns das hier mal an, das zum Gesetz der Geschlossenheit. Und jetzt könnte ich euch dieses Bild beschreiben, als wir sehen hier 4 horizontale Linien und 4 vertikale Linien. So beschreibt man das üblicherweise nicht, sondern man würde hier 2 Quadrate sehen, weil man die geschlossenen Figuren als eine Figur wahrnimmt. Das ist das Gesetz, was man mit diesem Gesetz beschreibt. Dann gibt es das Gesetz der gemeinsamen Region, das ist ziemlich ähnlich, bezieht sich allerdings nicht auf die geschlossene Figur als solche, sondern auf das, was sich innerhalb dieser befindet. Sowas. Also hier würde auch üblicherweise gesagt werden, diese drei Punkte gehören zusammen. Vielleicht noch mit der Umrahmung selbst. Dann das Gesetz der guten Fortsetzung. Auch diese Figur könnte man ganz kompliziert erklären. Man könnte sagen, wir fangen hier so in einer Diagonalen an, gehen dann unten herum, dann gehen wir oben so ein bisschen lang und wieder unten und oben machen wir auf dem Berg erstmal so einen Ausflug, so sternartig rum und dann gehen dann unten wieder weiter. Aber so würde man auch diese Figur nicht beschreiben, sondern man würde sagen, wir haben hier eine diagonale Linie, wir haben einen Kurvenverlauf und auf dem Kurvenverlauf obendrauf ist so eine, wie viel Rechteck ist es eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5 Eck, was da oben drauf gesetzt ist. Man nimmt diese Figuren also als einzelne wahr, weil sie sich jeweils gut fortsetzen. Es ist also dieser Kurvenverlauf, der sieht plausibel aus, der setzt sich gut fort. Das alles sind Gestaltgesetze. Es gibt noch viel, 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 viel mehr. Also man kann je nach Autor auch mehrere hundert solche Gestaltgesetze ausmachen. Einige haben auch noch mit Bewegung zu tun, also sehr unterschiedlich dann. Das Problem dabei ist, dass man nach diesen schwer gestalten kann,
weil sie immer nur so Laborszenarien sind. Wenn ich die nämlich schon versuche zu kombinieren, gerate ich schon in Schwierigkeiten. Gucken wir mal hier. Was haben wir hier? So, sehen wir jetzt noch Spalten oder Zeilen? Und ich würde mich jetzt mal gerade, wer sieht Spalten? Aha, Zeilen? Die Zeilen sind noch in der Mehrzahl. Das heißt, das Gesetz der Nähe scheint hier bei den meisten zu dominieren. Aber wir sind schon nicht mehr einstimmig. Das ist schon interessant. Und jetzt? Jetzt sehen wahrscheinlich alle Zeilen, ne? Gut. Was haben wir hier? Hier haben wir jeweils drei Linien, die offensichtlich zusammengehören. Jetzt zeichne ich noch ein paar dazu. Und auf einmal sieht man das irgendwie gar nicht mehr so. Vor allen Dingen die eine hier in der Mitte, die scheint jetzt Einzelgänger geworden zu sein. Ich kann überhaupt nicht mehr mit anderen zusammenzuhängen. Oder hier. Jetzt kann man sich fragen, gemeinsame Region haben wir gesagt oder Gleichartigkeit. Also entweder gehören die vier in der Mitte zusammen oder alle roten. Ich kann das ein bisschen abändern. Jetzt ändert sich das. Jetzt würde man sicherlich die vier in der Mitte als die Zusammengehörigen annehmen. Aber was ist jetzt? Ja, dann wird das schon schwierig. Oder was ist hier der Fall? Also wenn man solch eine Einfärbung versucht. Und dann seht ihr, all diese Kombinationen sind vieldeutig. Es ist nicht mehr so einfach. Auch dieses Beispiel, ein Rechteck und ein Strich daneben. Oder vielleicht doch nicht. Ne? Nur weil ich einen weiteren Aspekt mit reingebracht habe, der einem anderen Gestaltgesetz entspricht. Auch ein Beispiel ist dieses Y hier, wo diese beiden Punkte nach dem Gesetz der Nähe als zusammengehörig angesehen werden müssten. Werden sie aber eigentlich nicht, weil man eher das Gesetz der guten Fortsetzung offensichtlich hier bevorzugt. Es ist aber schwer vorauszusagen, welches Gesetz bevorzugt wird und welches nicht. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr wollt ein User Interface gestalten, so eine Bildschirmmaske gestalten, wie viele Elemente habt ihr denn da? Eine ganze Menge. Und die könnt ihr schlecht nach einem dieser Gesetze gestalten. Also zumindest nicht ausschließlich nach diesen Gesetzen gestalten. Denn ihr könnt ja nicht irgendwie die, sagen wir mal, alle Buttons nach Gleichartigkeit deswegen in Reihen sortieren oder solche Sachen machen. Das ist ja nicht sinnvoll, das zu tun. Und ihr könnt also eigentlich sie nicht einsetzen, um zu sagen, nach denen gestalte ich jetzt. Was wohl geht, ist, ihr stellt einen etwas eigenartigen Effekt fest. Also ihr stellt zum Beispiel fest, ihr macht irgendeine Gestaltung und in jeder Zeile befindet sich an der gleichen Stelle ein Icon. Und wenn ihr drauf guckt, sieht das gar nicht mehr nach Zeilen aus, sondern die Icons sind so dominant, dass es aussieht, als wäre es eine Spalte Icons oder so. Das kann man feststellen im Nachhinein, aber danach gestalten kann man nicht. Und das ist das Problem dieser Gestaltgesetze. Ein Kollege hat mal diesen Spruch dazu gebracht, deswegen habe ich ihn auch hingeschrieben, weil ich den eigentlich ganz gut finde. Gestaltgesetze sind keine Gestaltungsgesetze. Sie beschreiben sehr grundlegende Eigenschaften der Wahrnehmung, aber in einem ganz künstlichen Laborszenario. Und sie helfen uns nicht für die Gestaltung von Nutzungsschnittstellen, und sie helfen uns auch nicht in der Gestaltung von normalen Wahrnehmungssituationen. Dieses Bild zum Beispiel, was übrigens von dem gleichen Kollegen ist, in Neuseeland ist das, kann überhaupt nicht mit Gestaltgesetzen erklärt werden. Funktioniert ja gar nicht. Was soll das, also welches Gesetz sollte ich hier annehmen? Vielleicht noch das Gesetz der guten Fortsetzung oben in den Bergen, in der Bergreihe. Aber auch das, also auch ohne das käme ich, glaube ich, gut zurecht. Also es hilft an dieser Stelle nicht. Darüber, wie wir mit solchen Bildern umgehen und wie man hier vor allen Dingen erkennt, was ein Objekt ist und was vorne ist, was hinten ist, sprechen wir später nochmal. Das Bild wird euch also nochmal begegnen. Was wir machen als Mensch und wenn wir hier so in die Gegend gucken, ist ja das Zusammensetzen eines Bildes, wenn man so will, oder das Zusammensetzen eines Wahrnehmungseindrucks aus vielen Einzeleindrücken. Das habe ich ja gesagt, man nimmt nur wenig davon wahr und der Körper muss, ach der Körper, das Gehirn muss den Rest zusammensetzen daraus. Wie macht es das jetzt nun? Da kann man auch andere Hypothesen heranziehen, die vielleicht etwas näher
an der tatsächlichen Wahrnehmung sind, als es diese Gestaltgesetze sind, nach den tatsächlichen Problemen. Und das, zum Beispiel, wenn ihr euch diesen Würfel hier anguckt, dann seht ihr den ja, ich habe ja schon gesagt, diesen Würfel, ne? Es ist offensichtlich ein dreidimensionales Gebilde, was das ist, was ihr da seht. Obwohl das Gebilde, was ihr dort seht, nicht dreidimensional ist, sondern zweidimensional. Und wenn ihr nur eine Abbildung von irgendwas Dreidimensionalen auf etwas Zweidimensionales macht, könnte das sicher auch ein ganz anderes Gebilde sein als ein Würfel. Trotzdem sieht man so diesen Würfel an der Stelle. Und es gibt da eine ganze Reihe von vorgeschlagenen Regeln zu der Überführung von solchen zweidimensionalen Bildern in was Dreidimensionales. Da gibt es ein sehr interessantes Buch zu. Die Quelle ist hier unten angegeben von Donald Hoffman, Visuelle Intelligenz. Da stehen ganz viele Regeln drin, wie man so ein Bild zersehen kann. Also wie man aus dem Schauen auf einzelne Teile des Bildes, auf einzelne zweidimensionale Teile eines Bildes, ein dreidimensionales Bild interpretieren kann. Wir wollen uns nochmal eine Teile davon angucken. Ihr seht ja hier unten so einen Donut oder Fahrradreifen oder was immer das sein soll, was das ist. Wieso sehen wir den als so ein dreidimensionales Gebilde? Da kann man diese Regeln hier an der Seite aufführen und kann die mal heranziehen. Auf jedem Punkt des Umrisses verläuft eine Flächendiagonale senkrecht zur Sichtlinie. Das bedeutet schlicht und ergreifend, die Punkte des Umrisses, die ich nehme, sind letztendlich Umrisse des dreidimensionalen Gebildes. Steht auch darunter. Also jeder Umriss, den ich sehe, wenn ich eine Figur, eine Kurve sehe, sehe ich die als Kurve des dreidimensionalen Gebildes an. Was ich hier als glatte Oberfläche sehe, als glatte Linie sehe, nehme ich als glatte Oberfläche des Gebildes an. Und T-Verbindungen. T-Verbindungen sehe ich als Gebiete an, wo der Vordergrund den Hintergrund überlagert. Wo seht ihr hier eine T-Verbindung in diesem Fahrradreifen? Bleiben wir beim Fahrradreifen. Da, das sind T-Verbindungen. Das heißt, das sind die Stellen, wo ein vorderer Teil offensichtlich einen hinteren Teil überdeckt. Andere Regeln, die es noch gibt zu diesem Fahrradreifen. Ach, Donut steht da oben. Konvexe Abschnitte der Kontur werden als konvexe Abschnitte der Figur interpretiert, also des Umrisses. Konvex und konkav ist übrigens was, bevor irgendwie jetzt große Verzweiflung aufkommt, wir fragen diese Sachen nicht ab. Diese Regeln sind nicht irgendwo prüfungsrelevant. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass es andere Erklärungsmöglichkeiten gibt, um das, was man sieht, zu verarbeiten. Konvex und konkav. Gibt es 1000 Eselsbrücken, wie man sich das merken kann. Meine als Kaffeetrinker ist die mit dem Kaffee, konkav, da kann man Kaffee reinschütten, konkav. Und an der anderen bei konvex, wenn man da den Kaffee draufschüttet, dann fließt der ja weg, das ist konvex. Das ist meine Eselsbrücke für konkav und konvex, gibt es auch andere. Aber die funktioniert bei mir ganz gut immer und seitdem ich sie gehört habe, vergesse ich sie nicht wieder. Also, konvexe Abschnitte der Kontur, das wäre zum Beispiel hier oben der Bereich, der wird als konvexe Abschnitt des dreidimensionalen Umrisses dann auch interpretiert. Konkave Umschnitte werden als Sattelflächen interpretiert. Wo haben wir was? Also was Konvexes haben wir gesagt, das ist da außen. Konkave Bereiche haben wir hier in der Mitte. Das heißt, die obere dieser nach unten gebogenen Linien, da wo die Minusse dran stehen, das ist eine solche Sattelfläche. Ihr könntet euch, wenn ihr den Sattel euch da mal anguckt, da könntet ihr diesen Fahrradreifen ja so reinstecken. Das ist also so eine Sattelfläche. Das haben wir hier also an dieser Stelle. Und dann haben wir noch obendrauf diese Linie, die wir dann quasi wie ein Trinkglas als die obere Linie da hineininterpretieren, obwohl man sie eigentlich gar nicht sieht. Das Resultat ist dann dieses dreidimensionale Gebilde. Andere Regeln beschreiben zum Beispiel, wie man etwas in Teile zerteilt. Ihr seht hier so eine Treppe und eine etwas eigenartige Würfelkonstruktion. Und das sind ja so Bilder, die können so umspringen. Dass dann auf einmal das, was einmal nach außen ging, jetzt nach innen geht. Das kennt ihr auch von so Würfeldarstellungen, dass die, also, so, wo alle Linien reingezeichnet sind. Aber ich denke mal, die meisten von euch sehen hier auf dieser Seite Treppen,
wo die Punkte einmal auf der oberen Treppenstufe, also auf der oberen Teil der Treppe und auf dem vorderen Teil der gleichen Treppenstufe sich befinden. Das Interessante ist, dass es liegt daran, wenn man diese Regel befolgt, dass man an den konkaven Zacken, also hier diese Zacken, jeweils also zwischen den Treppenstufen zerteilt. Wenn ich das Ganze umdrehe, und jetzt guckt man einmal weg und guckt dann erst wieder hin, dann sehen die meisten Leute es eher so, dass die beiden Punkte auf zwei verschiedenen Treppenstufen liegen. Nämlich auf dem Vorderteil der oberen Treppe und auf dem Fußteil der unteren Treppe. Das liegt an dieser Zerteilungsregel, beziehungsweise man kann es mit dieser Zerteilungsregel erklären. Das ist vielleicht die wissenschaftlich bessere Beschreibung. Also man nimmt anhand an diesen konkaven Zacken das Bild auseinander. Das liegt an dieser Hypothese da oben oder dass etwas, wenn es so eine konkave Zacke gibt, das eine ins andere hineingesteckt ist. Anhand solcher Zerlegungsregeln kann man auch dann solche Figuren hier zerlegen und kommt dann darauf, dass also etwas, was nach außen gekrümmt ist, Teil der Figur ist und was nach innen gekrümmt ist, Teil des Hintergrundes wird. Da gibt es auch sehr lustige Beispiele dafür. Also erstmal hier unten dieses Bild, da ist ja das Interessante daran, wenn wir das umdrehen, also das Interessante jetzt mal, wie fängt diese Figur an? Also für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade drauf gucke, sieht die so aus, als wäre sie unten auf dem Boden und geht dann erstmal nach oben, wenn ich von außen gucke. Wenn man sie umdreht, nicht mehr. Dann geht sie nach unten hinein. Aber auch das sind Figuren, die können springen. Aber in den meisten Fällen ist zumindest der erste Eindruck dieser, den ich gerade gesagt habe. Dieses Zerteilen anhand dieser Minima, was da oben abgebildet ist, wo ich also sage, hier geht es nach außen und von da geht es wieder nach innen und dann habe ich da ein Minimum und da zerteile ich die Figur. Das kennt ihr vielleicht von dieser Art von Bildern. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, da hat es ein ganz berühmtes Beispiel gegeben zum Thronjubiläum von Prinzessin Elizabeth in England und ihrem Philipp, wo deren beide Gesichter dann da drin sind. Dadurch ist das natürlich eine Vase, die etwas schief aussieht, weil die beiden natürlich nicht symmetrische Gesichter haben, ein bisschen ungleich die beiden. Aber trotzdem erkennt man die beiden gut und auch die Vase als solches ist gut erkennbar. Hier ist es sehr gleichmäßig gemacht. Was ist der Vordergrund, was ist der Hintergrund? Das liegt daran, wo ihr die Minima seht. Also wenn ihr das zerteilt, könnt ihr entweder so interpretieren, dann seht ihr quasi die Minima innerhalb dieser weißen Fläche, also da, wo die weiße Fläche schmal wird, da zertrennt ihr jeweils und sagt dann, das ist der Fuß, das ist der Stiel, das ist die Schale, das ist der Rand. Oder ihr zerteilt die andere Figur, er zerteilt an dieser Stelle. Dann habt ihr Stirn, Nase, Lippe, Kinn. Das sind die beiden Interpretationsmöglichkeiten. Das nur, wie gesagt, nicht als Prüfungsinhalt, aber als mögliche Erklärungsweisen, wie es gelingt, aus zweidimensionalen Bildern dreidimensionale Bilder im Kopf zu erzeugen. Und da gibt es noch sehr viel dran zu forschen auch. Das ist aber für uns, sagen wir mal, im User-Interface-Design meistens nicht so unbedingt das Problem, weil wir uns mit sehr einfachen Figuren zu tun haben, die wir da am Bildschirm anordnen. Weil ihr aber seht, hängt, oder wie ich auch schon gesagt habe, hängt ja vieles mit bestimmten Erfahrungseindrücken zusammen. Und diese Erfahrung kann einem einen Streich spielen. Diese Streiche, die da gespielt werden können, kennt ihr von den optischen Täuschungen. Die Müller-Leier-Täuschung. Zwei gleich lange Linien sehen ungleich lang aus, wenn man solche pfeilartigen Gebilde da dran zeichnet. Vier gleich lange Linien. Die Zöllner-Täuschung. Jetzt werden die Linien, scheinen die auf einmal aufeinander zuzulaufen, krumm zueinander zu stehen. Poggendorf-Täuschung. Hier sieht es so aus, als gäbe es zwei zueinander versetzte diagonale Linien, die es nicht gibt. Und
zuletzt die Ebbinghaus-Täuschung. Wir haben in der Mitte zwei gleich große Kreise, die aber gar nicht mehr gleich groß wirken, sobald ich sie mit unterschiedlichen anderen Kreisen umgebe. Ihr seht daran, dass es immer einen Namen gibt für jede dieser Täuschungen, dass das offensichtlich nichts ganz Übliches ist, sondern die mussten richtig gefunden werden. Da musste richtig jemand sich Mühe geben, diese zu so einer Täuschung zu kommen, die dann auch beschreiben zu können. Das heißt, in unserem normalen Wahrnehmungszusammenhang, wenn ich hier mit euch so angucke, bin ich nicht ständig irgendwelchen optischen Täuschungen unterworfen, schon gar nicht solchen, die mich zu falschen Handlungen irgendwie verleiten würden. Für diese Wahrnehmungstäuschung gibt es aber Erklärungen, die aus der Wahrnehmungserfahrung des Menschen stammen können. Für die Müller-Leyer-Täuschung ist das gut untersucht worden. Wenn ihr euch mal dieses hier anguckt, das sind zwei Bilder, die nicht zu den schönsten Bildern gehören, die ich jemals gemacht habe, aber diesen Effekt ziemlich gut erklären. Das ist bei uns an der Fürstenallee einmal so eine Ecke im Raum, also im Flur, auf der linken Seite, und rechts, das ist im Fahrstuhl. Und in diesen Bildern könnt ihr ja auch diese Gebilde einzeichnen, wie bei der Müller-Leyer-Täuschung. Und jetzt seht ihr da zwei... Gefährlich ist es hier. Seht ihr da zwei senkrechte Striche? Eine ist offensichtlich eine vordere Kante und eine ist offensichtlich eine hintere. Und jetzt macht unser Wahrnehmungssystem daraus, kann es vielleicht auch mit der Größenkonstanz an der Stelle dann einfach begründen, dass die hintere Kante, die wir ja hier als hintere Kante erkennen, als uns weggewandte Kante, die müsste ja kleiner sein, dadurch, dass sie ja weiter von uns weg ist. Perspektivisch müsste sie ja kleiner werden. Wenn diese beiden Linien dann aber gleich groß sind, dann haben wir genau diesen Effekt. Und jetzt nehmen wir mal die Bilder im Hintergrund weg und haben genau diesen Effekt, dass die rechte Kante oder die rechte Linie größer aussieht als die linke. Obwohl sie es nicht ist, was ich euch auch hier dann zeigen kann. Also wir können erstmal näher ran, sieht immer noch so aus. Ist aber nicht so. Das ist also eine Hypothese, warum diese Täuschung eintritt. Die Täuschung ist schlicht und ergreifend, zumindest hypothetisch, eine Folge der Größenkonstanz. Und das kann man für viele andere dieser optischen Täuschungen auch so versuchen und findet auch immer Erklärungen, die das nahelegen. So, was ist denn wichtig an diesen ganzen Sachen? So dreidimensionale Gebilde haben wir nicht im User-Interface, aber wir haben ja trotzdem ein Interface, was sich irgendwie verhält zu dem, was wir ansonsten an Wahrnehmungssituationen kennen. Was wir an Wahrnehmungssituationen häufig kennen, sind Verdeckungssituationen. Und da gibt es die beliebten Kanitsa-Dreiecke. Auch hier ist es so, dass wir etwas sehen, was es nicht gibt. Und viele Leute beschreiben diese Kanitsa-Dreiecke so, also fast jeder sagt, man sieht hier oben ein Dreieck, was mit der Spitze nach oben liegt, ein weißes. Und viele Leute sagen sogar, dieses weiße Dreieck ist heller als der Hintergrund. Das kann nicht sein, der Hintergrund ist weiß, also vollständig weiß. Es gibt auf diesem Bild nichts Helleres als das. Das nehmen aber viele Leute so wahr. Rechts ein etwas abgewandeltes davon, das ist kein Dreieck, sondern ist eine etwas andere Figur offensichtlich, aber auch da wird diese Figur erkannt, eine Figur erkannt, die da offensichtlich liegt und die heller sein kann als der Hintergrund. Wieso sehen wir die? Eine der üblichen Erklärungsversuche ist, das sind Figuren, die man kennt. Und Figuren, die man kennt, werden irgendwie gesucht. Also wenn ich eine bekannte Figur erkennen kann, dann erkenne ich sie auch. Das kann aber irgendwie nicht alleine sein. Das würde nämlich zum Beispiel zwar für diese Figuren hier funktionieren, also auf der linken Seite ist es dann ein Rechteck und auf der rechten Seite so ein kissenartiges Gebilde, was man in der Mitte sieht. Aber wenn ihr euch dieses hier anguckt, dann seht ihr ja auch eine Figur, die da vorliegt. Aber ich nehme mal an, dass die Leute, die nicht jetzt zufällig das gleiche Buch sich angeschaut haben, wo dieses Beispiel drin ist, das noch nicht gesehen haben. Das ist also keine Figur, wo man sagt, ach ja, habe ich zu Hause auch sowas. Sondern das ist ja eine ganz zufällige Figur. Trotzdem funktioniert das so, trotzdem sieht man sie.
Wie lässt sich das erklären? Auch da kann man das Buch von dem Hoffmann heranziehen und eine Erklärung darin finden, nämlich die, dass wir es uns hier mit einer Verdeckung zu tun haben, dass wir schlicht Verdeckungen erkennen und immer eine Hypothese haben, dass wir immer meinen, Verdeckungen zu sehen. Und da müssen wir auch wieder konkav und konvex betrachten, und zwar die Zacken. Einmal die konkave Zacke, konvexe Zacke, sieht man oben bei dem Pac-Man ganz, ganz gut. Und wir nehmen immer an, dass wenn wir sowas haben, also so ein Gebilde, wo so ein Loch drin ist, dass wir da eine Verdeckung sehen, nämlich eine Verdeckung dieser Art. Da wird also was drüber geschoben. Und wenn wir das annehmen, dass wir gut sind im Erkennen von Überdeckungen und Verdeckungen und Hypothesen anstellen im Gehirn von Verdeckungen und Überdeckungen, dann machen die Kanizsa-Dreiecke auch in all ihren Varianten, ergeben dann Sinn und lassen sich dann da interpretieren. Das ist durchaus, tja, muss es bleiben, wie es ist, das ist durchaus auch wichtig für unsere Gestaltung. Bei Verdeckungen haben wir es sehr oft mit zu tun. Fassen wir das Ganze mal ein bisschen systematisch zusammen, und das ist jetzt wieder etwas, was durchaus prüfungsrelevant sein kann und auch übungsrelevant sein kann, also Ohren gespitzt. In diesem Gebilde hier, das ist der Hypothesengenerator nach Gregory, leicht abgewandelt, ich habe ihn etwas vereinfacht, weil sonst Unterschiede drin sind, die für uns nicht so unbedingt von Interesse sind. Was sehen wir da? Wir haben den Hypothesengenerator und wir haben unten die Realität. Wir nehmen etwas wahr durch die Realität über Signalverarbeitung mit dem Auge. Das ist das, was wir heute besprochen haben. Das kommt hinein in den Hypothesengenerator. Der Hypothesengenerator ist unser Gehirn. In dem Hypothesengenerator, also in diesen Hypothesengenerator, wird aber noch viel mehr hineingetan als nur das, was wir gesehen haben, nämlich vor allen Dingen ganz viel Wissen. Wissen über unsere Umwelt, über Dinge, wie sie üblicherweise sind, Wissen darüber, wo ich gerade stehe, alles Mögliche an Wissen wird auch in diesen Hypothesengenerator hineingetan. Und es gibt ein paar Abkürzungen, die da eine Rolle spielen. Das wäre sowas wie die Sache mit der Mama und Nicht-Mama bei der Drossel. Also etwas, was fest eingebaut ist, was nicht unser Wissen ist, sondern Teil unseres Wahrnehmungsprogramms als solches ist. Das Ganze kommt zusammen und das Gehirn macht daraus eine Hypothese über das, was wir sehen. Und dann nehmen wir etwas wahr. Das, was wir wahrnehmen, entspricht dieser Hypothese meistens. Und dann können wir mit dem, was da ist, interagieren. Wir können unsere Position wechseln, wir können eine Manipulation anstellen, etwas bewegen. Und dann ändern wir entweder die Realität, also das tun wir dann, wenn wir manipulieren, auf jeden Fall. Oder wir stellen fest, das, was wir gemeint haben, wahrzunehmen, ist gar nicht das, was tatsächlich ist, und ändern dadurch unser Wissen. Das sind natürlich alles Prozesse, vor allen Dingen die Änderung des Wissens. Dieser obere Prozess ist erheblich langsamer als der untere. Also es dauert sehr lange, bis ein Mensch sich dazu entschließt, sein Vorurteil quasi zu ändern. Dies ist quasi der Wahrnehmungsprozess, den ich euch heute versucht habe zu erklären. Es liegt alles daran, dass an der Signalverarbeitung, dass dieser Weg stark eingeschränkt ist, dass da nicht viele Daten durchkommen, nicht viel Information ankommt. Deswegen muss ganz viel dazu ersetzt werden. Und dann kommt es zu diesem Hypothesengenerator. Der führt dazu, dass wir fast nichts sehen können oder fast nie irgendwie keine Struktur in etwas hineinsehen können. Wir neigen immer dazu, wenn wir zum Beispiel so eine Anordnung von Punkten haben, in diesen Punkten auch etwas zu sehen. Sowas zum Beispiel. Das kennt ihr auch, wenn Leute am Meer stehen und dann sagen, guck mal hier, der Fels, das ist der alte Seemann. Und häufig steht man dann da und denkt, na, der alte Seemann sehe ich ja nicht. Bis einer mal erzählt, ja, guck mal, da ist das Auge und das ist das Ohr. Und wenn man das dann einmal gesehen hat, dann kann man es auch nicht mehr nicht sehen. Dann sieht man es immer. Das ist genau diese Sache mit dem Wissen, die da oben rumgelaufen ist. Nehmen wir mal andere Beispiele dieser Art. Was seht ihr hier? Ihr seht einen Dalmatiner oder einen Hund, wollen wir mal sagen, Dalmatiner ist übertrieben. Ein Hund auf der linken Seite und auf der rechten Seite ein Läufer oder ein Kind, was irgendwie so einer gebückten Haltung da steht. Wieso seht ihr das?
Wenn ihr noch nie einen Hund gesehen hättet, dann säht ihr dort sicherlich auch keinen Hund. Und gut, wenn ihr noch nie ein Kind gesehen hättet, das wäre eigenartig. Aber auch trotz alledem muss man eine ähnliche Situation oder ein ähnliches Bild schon gesehen haben, sonst funktioniert das nicht. Hier, und daher kam ich gerade auf den Dalmatiner, da habe ich etwas vorgedacht, hier sieht man tatsächlich, oder die meisten Leute sehen zumindest, einen Dalmatiner, der so auf dem Boden schnüffelt. Das heißt, das ist, braucht ein bestimmtes Wissen über diese Hunde und über diese Begebenheiten, dass unser Gehirn eine Dalmatiner-Hypothese aufstellen kann. Und nur deswegen sehen wir das, sonst gäbe es das nicht. Ja, auf der rechten Seite ist noch mal ein anderes Beispiel, wo man sieht, wenn man keine Hypothese dieser Art hat, gibt es Unmengen an Interpretationsmöglichkeiten. Was wir da sehen auf der rechten Seite sind Bilder von Begebenheiten von so Steinen in so einem Ausgrabungsgebiet. Da hat man also bestimmte Dinge ausgegraben und zwei verschiedene Forschergruppen haben Hypothesen darüber angestellt, was man da sieht. Die Oberen haben gesagt, ja, das ist so ein breites Haus, da sieht man so die Ecken des Hauses und nach vorne kommt der Eingang. Und andere haben gesagt, nein, nein, das stimmt ja gar nicht, da ist ja hinten so ein etwas kleineres rechteckiges, vorne ist ein großes rundes Gebäude und dann so ein Eingang nach da vorne weg. Das sind beides plausible Erklärungen für diese Punkte. Aber wir haben keinen richtigen Anhaltspunkt, zumindest nicht mal eben so, um da die Wahrheit drin zu entdecken, dass das, was tatsächlich abgebildet ist, drin zu entdecken. Schwieriger wird es nämlich zum Beispiel schon bei diesen Gebilden. Auf der linken Seite sehen die meisten Leute jemanden auf einer Bank sitzen. Seht ihr etwas rechts? Ich musste das auch nachlesen, ich habe auch lange gebraucht, bis ich das gesehen habe. Man sieht dort wohl Jesus Christus oder Che Guevara. Das Che Guevara, das ist wahrscheinlich auch eine Sozialisierungsfrage. Wenn man vielleicht eher Alt-68er Eltern hatte, dann sieht man vielleicht mehr Che Guevara. Also könnt ihr mal angucken, oben die Augen, dann so eine Nasenpartie, Mund und nach unten dann so weg. Guck mal, ob das klappt. Vertraute Wahrnehmungssituationen spielen eine ganz starke Rolle. Hier seht ihr wahrscheinlich nichts. So, oder nichts Besonderes. Ihr könnt das nicht erkennen, was das ist. So, vor kurzem ist Ostern gewesen. Legen wir doch mal ein Osterei da drüber. So, und jetzt seht ihr ein M. Erstaunlich, weil man sieht von dem M genau das Gleiche wie vorher auch. Die bekannte Situation der Verdeckung sorgt dafür, dass wir auch den Hintergrund interpretieren können. Dass wir Vordergrund und Hintergrund vor allen Dingen unterscheiden können an dieser Stelle. Ja, und jetzt sind wir doch noch so weit gekommen, freut mich ja, dieses Bild. Ich lasse das mal auf euch wirken. Ich hoffe, es verstört niemanden. Und der Hinweis dazu, Kinder entdecken auf diesem Bild oder sehen auf diesem Bild sich tümmelnde Delfine. Das Bild ist natürlich absichtlich so gestaltet worden. Es sind auch Delfine drauf zu sehen, sonst hieße das Bild ja auch nicht Liebesbotschaft der Delfine. Das ist vom Künstler Sandro Del Prete, der viele solche, sagen wir mal, auch optischen Täuschungen und sowas gemalt hat. Und unter anderem ist das eines der berühmtesten. Der hat übrigens, ich habe unten extra die Quellen hingeschrieben, Sandro Del Prete, könnt ihr euch die Bilder auch angucken von ihm. Und Illusorialand ist ein Museum, wo diese Sachen alle ausgestellt sind, in der Schweiz. Wer da mal hinkommt, sollte sich das vielleicht mal angucken. Ich habe mir das angesehen, es scheint ganz faszinierend zu sein. Also wer die Delfine jetzt noch nicht gesehen hat, ich gehe mal etwas näher daran und jetzt seht ihr sie bestimmt, ne? Dass da also Delfine reingezeichnet sind und die Delfine sich so geschickt angeordnet sind, was wirklich eine große Kunst ist, das so zu hinzukriegen, dass wenn man sich das Ganze in der Totale anguckt, auch noch ein ganz anderes Motiv
zu sehen ist. Also hier seht ihr, die Wahrnehmung hängt extrem an dieser Stelle da von der Erfahrung ab. Und dass ihr alle das erkannt habt, weiß ich nicht, schockiert mich das oder ist das erfreulich? Ich weiß nicht. Gucken wir mal auf das Trockene zurück. Hier nochmal, nehmen wir doch mal die Sache mit den Delfinen hier rein. Hier hat also die obere Schiene, das Wissen, der Top-Down-Ansatz, dass das Wissen eine Rolle spielt, ganz stark die Rolle gespielt, dass ihr eine bestimmte Hypothese hattet über das, was dort abgebildet sein könnte. Und die Hypothese hat bei euch etwas anderes ergeben, als sie es bei Leuten täte, die andere Erfahrungen gemacht haben. Gut, fast fertig sind wir. Ich will nur zwei Folien noch sagen, so ein bisschen zu dem Zusammenhang, was das für Auswirkungen noch alles hat auf User Interface Design. Wir hatten ja schon einige Hinweise, was Blinken und sowas angeht. Ich will einige Sachen noch sagen zum sogenannten Flat Design. Es hat vor einigen Jahren diesen Trend gegeben zum Flat Design. Alle Oberflächen möglichst flach machen. Keine Schatten, keine Farbverläufe, nichts derartiges mehr reinzubauen. Das war eine gewisse Gegenbewegung zu dem Design, was Apple damals hatte, vor allen Dingen im iPhone und im iPad, wo es solches Design gab. Also ein Design, was extrem analogen Geräten nachempfunden wurde. Es gab da auch einen Notizblock, der hatte so Ledereinband und man sah so ein abgerissenes Blatt, wirklich mit den abgerissenen Kanten und sowas. Also solches Design, das war, da waren die Leute alle total begeistert, als es das gab und irgendwie haben sie sich wohl satt gesehen. Jedenfalls kam dann der Gegentrend des Flat Design. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, denn dieses Design hat ja auch viele Nachteile. Es sind irgendwo viele Details drauf zu sehen, die eigentlich der Aufgabe nicht dienlich sind, die das aber komplex anzugucken machen. Das ist zwar vielleicht schön anzugucken, aber wirklich, sagen wir mal, performant ist es doch wahrscheinlich nicht, das so zu machen. Daher kam dieser Trend und es wurde dann dieser Skeuomorphismus kritisiert. Ein Begriff, ich habe hier, das ist so ein Graph von Google, da kann man gucken, wie oft wurden welche Begriffe gegoogelt. Und dann sieht man, dass der Skeuomorphismus eigentlich mit dem Flat Design zusammen überhaupt ein interessanter Begriff wurde. Vorher war der unter gewissen Designern und vor allen Dingen Architekten bekannt, aber eigentlich wurde der nicht weiter verwendet. Und dann war der auf einmal in aller Munde. Mittlerweile hört man wieder nichts mehr davon. Genauso wie der Begriff des Flat Designs selber ein bisschen verschwunden ist. Microsoft war der große Vorreiter an dieser Stelle mit diesem Flat Design. Gerade mit Windows 8 oder auch vorher schon mit dem Design der PlayStation-Oberflächen, die auch so flach gestaltet waren und die Telefone dann. Und dann haben irgendwie alle Leute nachgezogen und sagen, bei weitem schlechteste Umsetzung hat dann Apple hinbekommen. Die haben dann total das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Was ist das Problem dabei? Also erstmal, was ist es überhaupt? Keine Texturen, die irgendwie naturähnlich sind, keine Schlagschatten, keine Schattenkanten, keine Farbverläufe. Keine Verzierungen, einfach nur farbige Flächen irgendwo. Dafür ein großer Fokus auf Typografie. Viele Farben, üblicherweise bei Flat Design, schön bunt. Und ein starker Fokus auch auf Piktogramme, also auf Icons. So, was ist passiert mit diesem Flat Design? Das Resultat ist, dass Oberflächen erstmal schwieriger zu erkunden waren. Warum? Die Welt ist nicht flach. Unser Wahrnehmungssystem, was ich euch gerade dargelegt habe, ist auf Verdeckungserkennung aus. Das heißt, wir müssen auch eine entsprechende Oberfläche darbieten, die das auch unterstützt. Wenn wir die Hinweise, alle Hinweisreize darauf, was vorne liegt, was hinten liegt, wegnehmen und die Welt einfach flach gestalten, dann wird die Oberfläche schlechter bedienbar. Das heißt, hier hat man tatsächlich aus einem Designgrund die Ergonomie verschlechtert. Und dann hanebüchen begründet, dass es so wirkte, als wäre es besser. Aber die Untersuchungen, zum Beispiel von Jakob Nielsen, haben gezeigt, es wurde nicht besser, es wurde erheblich schlechter. Deswegen haben auch fast alle zurückgerudert. Also die heutigen Oberflächen sind nicht mehr wirklich flach. Die haben häufig Schattenwürfe, die haben häufig leichte Farbverläufe drin,
sodass so eine leichte Plastizität wieder entsteht. Man muss ja nicht wieder anfangen, Holztexturen zu verwenden, aber man muss es auch nicht flach machen. So, eine Minute habe ich überzogen. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das und bis zum nächsten Mal.